Auf der internistischen Station der Klinik am Südring ist Schwester Carla im Dienst, als eine hochschwangere 24-Jährige von ihrer besten Freundin gebracht wird. Sie hat Wehen und Sorge, dass ihr Baby zu früh zur Welt kommt. Ist da was? Hallo? Ja, meine Freundin, kann ich Ihnen helfen? Ihr Baby. Ja, da sind Sie ja nicht auf der. Nein, sind Sie komplett auf der falschen Station. Wir sind hier die internistische Station. Clara, holst du uns mal bitte einen Rollstuhl? Ich glaube, das ist besser, wenn wir einen Rollstuhl dahin fahren. Und dann. Okay, mach mal schnell. Ach, jetzt kommen Sie mal schnell hin. Ich glaube, das war schon ein Blasensprung. Setzen Sie sich mal herein. Wir fahren jetzt mal schnell. Sie sind hier drauf. Sie sind die Freundin? Ja, ich bin die, Freundin. Oder? Ja, okay, das ist ja nett, dass Ihre Freundin mitgekommen ist. Als bei der jungen Frau bei uns auf der Station die Fruchtblase geplatzt ist, war deutlich, jetzt wird es aber Zeit. Weil die Wehen dann auch einsetzen und die Geburt damit auch eingeleitet wird. Weiß der Vater Bescheid, dass Sie heute hier sind? Nee, also hat er das mitgekriegt? Ich weiß nicht, seit ein, zwei Wochen ist er total komisch. Jetzt gerade eben waren wir bei ihm, hat er behauptet, er wäre nicht der Vater. Also ich weiß nicht, was mit dem los ist. Gott. Und ja, dann haben auf einmal die Schmerzen angefangen durch den Streit, dann sind wir direkt hier hin. Als die junge Frau zu uns gekommen ist, hatte sie ja vorher mit ihrem Freund noch Stress. Und das kann sein, dass das mit ein Auslöser für die verfrühten Wehen waren. Und die Ereignisse sollten sich noch überschlagen, bevor wir den Kreißsaal erreicht haben. Sie haben sich gestritten. Warten Sie. Oh, ist die Wehe jetzt so schlimm? Ist das jetzt so schlimm? Ganz ruhig. Ich hoffe, wir sind gleich da. Wir rufen gleich, wir sind gleich da. Ganz ruhig. Bleibst du mal bei? Ja. Anna, Taifun, komm dir mal schnell. Ich habe hier eine Schwangere mit einem Blasensprung. Und ich glaube, die wehen. Soll ich die Hebamme holen? Ja, hol's mal mit der Hebamme. Und die. Taifun, Tücher. Junge Frau Fuhn, draußen ist eine Schwangerschaftswoche. Ja, sie hat einen Mütterpass. Warte mal eben ganz kurz. Ja. Hat eine Blase gesprungen. Das Kind kommt. Ganz ruhig. Atmen Sie mal tief durch. Ganz tief. Okay. Langsam einatmen. Langsam. Ja. Ganz ruhig. Genau. Alle Handtücher hier. Ihr Kind kommt jetzt gleich, okay? Wir schaffen es jetzt nicht mehr woanders hin. Ich kann mein Kind jetzt nicht kriegen. Doch, das schaffen wir. Doch, müssen wir. Wir schaffen nicht mehr im Kreißsaal. Hören Sie mir zu. Ein- und ausatmen. Wir horchen gerade, ob es dem Kind gut geht. Machen Sie mal ganz tief Platz. Lassen Sie mal die Beine locker fallen. So ganz tief mal zum Baby atmen. Ne, das ist fürs Baby jetzt auch stressig. Ganz ruhig. Alles gut. Ne, wir sind alle da. Ganz gut. Okay. Ja, wenigstens dem Baby geht's gut. Da kann sie schon mal beruhigt sein. Ne? Beim Sturzgeburt kann durch den schnellen Verlauf des Geburtes Geburtskanalverletzungen auftreten. Das ist natürlich nicht gut für die Mutter. Und wir hatten keine Zeit, mal sie zu Kreißsaal zu transportieren. Mal lassen Sie die Beine fallen. Oh, ein bisschen helfe ich mal. Ganz weiter. Och, Sie Arme. Gleich haben Sie geschafft. Atmen Sie noch mal tief. Das schaffen Sie. Noch mal richtig in den Bauch schnaufen. Versuchen Sie noch mal. Ja, super. Das ist gut. Das machen Sie sehr ganz gut. Viel Platz voll. Machen, komm. Ja. Das schaffen Sie schon. So. Doch, das schaffen Sie. Ja, gleich. Dauert nicht mehr lange. Gröbste haben Sie geschafft schon. So, jetzt ist keine Wehe, jetzt atmen Sie noch mal tief. Und in der nächsten Wehe geben Sie Vollgas und schieben ganz feste nach unten, okay? Adrian muss doch dabei sein. Der kommt sicherlich gleich. Ich rufe ihn gleich an. Kommt eine Wehe? Okay, komm. Ganz Luft holen, feste schieben. Drücken Sie. Durch die sogenannten Austreibungswehen der Sturzgeburt ist der Kopf des Babys bereits zu sehen. Deswegen muss die Schwangere ihr Kind hier zur Welt bringen. Denn jede weitere Bewegung würde das Ungeborene gefährden. Weiter, noch ein bisschen. So, da ist die kleine Maus. Oh.
Ich hab's hier. So. Einmal auf die Bauch. Warten Sie, wenn wir uns erst abnabeln, höher können Sie es nicht nehmen gerade. Bei einer Sturzgeburt ist es ja so, dass man gar nicht mehr helfen kann, weil es alles viel zu schnell geht. Man kann das Kind nicht mehr auffangen. Schlimmstenfalls rutscht es einfach auf den Boden. Wir hatten hier eine überstürzte Geburt. Wir konnten der Mutter noch helfen und konnten das Kind gut entwickeln, sodass es ganz sanft letztendlich doch noch im Fahrstuhl auf die Welt kam. Sie haben es geschafft. Super. Ja, ich muss mal gleich mal Bett organisieren. Genau. Ich muss wegen der Nachuntersuchung. Wir brauchen ein Bett. Ja. Plazenta ist noch nicht da. Wir müssen gleich im Kreißsaal. Ja. Kann ich mal eben mal Mutterpass jetzt. Gib mir noch mal ein Handtuch für das Baby. Das ist ein bisschen früh jetzt, ne? Wie ich so sehe. Ja. So, wir packen es noch mal ganz warm ein. Ne? Und dann nehme ich Ihr Baby jetzt gleich mit. Na, wenn Ihr Bett da ist, nehmen wir Ihr Baby, packen es warm ein und Sie haben es geschafft, okay? Mhm. Alles geschafft, super. Ja, als Hebamme erlebt man immer wieder außergewöhnliche Geburten. Jede Geburt ist anders. Zum Glück kommt es selten vor, dass mal ein Kind im Aufzug oder auch im Krankenhaus vor dem Auto zur Welt kommt. Aber ausschließen kann man sowas nie. Aber uns setzt das meistens nicht so sehr unter Stress, weil wir kriegen das immer ganz gut gehandelt, glaube ich. Ich hab sie. Ich hab sie. Ja. Das war ja eine Leistung. Ja, herzlichen Glückwunsch. Kann ich bei ihr bleiben? Ja, Sie können. Ich darf bei Ihnen. Haben Sie super gemacht. Adrian weiß Bescheid, okay? Ich habe ihm eine Nachricht geschrieben. Ich denke, er wird gleich da sein. Okay? Es wird alles gut. Ja. Der Kindsvater ahnt noch nicht, dass sein Baby im Fahrstuhl auf die Welt kam. Und das 4 Wochen zu früh. Weitere Untersuchungen müssen nun zeigen, ob die neugeborene Tochter der 24-Jährigen die Geburt unbeschadet überstanden hat. Mit dem Blasensprung haben Sie sich anderes vorgestellt wahrscheinlich. Ich hab mein Kind im Fahrstuhl zurückgebracht. Ja, ne? Wer kann das von sich behaupten, sowas? Das ist ja wirklich was Einmaliges. Gut, Ihr Baby wird jetzt gerade untersucht. Durch diese zu schnelle Geburt ist ja auch eine kleine Schürfwunden, leichte Risse in der Scheide entstanden, habe ich gerade bei Entfernung der Plazenta gesehen. Ja. Die brauchen wir nicht nähen. Das heilt so. Es kann am Anfang ein bisschen brennen. Okay. Aber das können Sie ja Paracetamol nehmen. Das wollen wir bestimmt stillen. Und das passt ja auch. Okay. Ne? Ja, super. Eine Sturzgeburt kann man schlecht verhindern, wenn Blasensprung da ist. Und vor allem prädestiniert sind die Frauen, die schon Mehrgebärende sind oder Gewebeschwäche haben. Dadurch geht ja die Geburt relativ schnell. Und da kann man die schlecht beeinflussen, weil man ja voraus wenig weiß. Man hat die Möglichkeit, natürlich bestimmte wehenhemmende Mittel mal etwas hinauszuzögern. Aber ganz verhindern kann man es nicht. Hallo. Herr Müller wäre da Ihr Freund, ne? Richtig? Ach, ja, rein. Ja. Dann kommen Sie mal rein. Hey. Hallo. Schön, dass du jetzt da bist. Adrian, bin dein Freund. Herzlichen Glückwunsch. Hallo. Wie geht's dir? Den Umständen entsprechend, ne? Wie geht's dem Kind? Wo ist das Kind? Wird gerade untersucht. Kann sich vielleicht mal neben Ihre Freundin setzen. Ich habe untersucht. Warum? Ist irgendwas passiert? Also irgendwas schiefgelaufen oder was? Sagen wir es mal so. Das Kind kam im Fahrstuhl. Wie im Fahrstuhl? Ja, im Fahrstuhl. Wie kann sowas passieren? Ja, war eine Sturzgeburt. Was heißt das? Das war nicht zu halten. Das ist durch den Blasensprung ist ein Aufzug. So, da ist die kleine Maus. Hat sie schon gut erholt nach dem ganzen Stress jetzt? Wie geht's ihr? Es geht ihr gut. Na, sie ist ein bisschen zu früh gekommen. Jetzt müssen wir gucken. Sie wiegt nur 2100 Gramm. Na, und jetzt müssen wir einfach gucken und so ein bisschen päppeln und schauen, wie sie trinkt, dass sie gut auf die Beine kommt. Darf ich sie nehmen? Wir müssen sie jetzt erst ein bisschen im Wärmebettchen lassen. Ne? Es war ganz schön kalt jetzt eben im Aufzug. Und jetzt gucken wir, dass sie ein bisschen warm ist. Und nachher können sie bestimmt mal auf den Arm nehmen. Ja, sollte eine Mutter zu Hause überrascht werden durch eine Sturzgeburt und weiß ich nicht mehr anders zu helfen, natürlich sofort den Notarzt rufen, am besten auf den Boden legen oder ins weiche Bett legen. Wenn das Kind zu Hause geboren wird, das Kind auf den Bauch der Mutter legen, wärmen, viele Handtücher drum, das Kind auf jeden Fall warm halten und alles Weitere macht dann der Notarzt, wenn er dazu getroffen ist. Das ist, dass du Bescheid hast. Ja, okay. Soll er sie mal streicheln oder? Wenn du willst, gerne. Ja, kommen Sie mal hier rum. So.
ruhig mal mutig sein und anfassen. Das ist deine Tochter. Und denkst du immer noch, es ist nicht dein Kind? Ich bin sprachlos. Meine Augen, es tut mir leid. Ich war einfach so verunsichert. Ich hatte Angst davor. Es ging so schnell und die ganzen Jungs haben mich belabert und haben mir dumme Sprüche gedrückt. Und ich war einfach ängstlich, aber wenn ich sie jetzt so sehe, dann weiß ich ganz genau, sie kann nur von mir sein. Ist sie auch. Du könntest mich niemals betrügen, belügen. Nur den richtigen Zeitpunkt für ein Kind gibt's sowieso nie. Ja, es ist nicht ungewöhnlich, dass junge Familien Angst vor der Verantwortung haben, weil sie einfach nicht wissen, was kommt. In diesem Fall hatte die Mutter ganz viel Stress, weil sie nicht wusste, steht der Kindsvater zum Kind oder nicht. Das hat bei ihr verfrühte Wehen ausgelöst. Ich bin da ganz optimistisch. Die zwei haben sich jetzt gefunden und ich denke, die werden gut in die Zukunft gehen mit ihrem Kind. Das schaffen wir auch zusammen. Ja. Oder? Dann haben wir jetzt ein Baby und dann kriegen wir das zusammen, okay? Wir müssen das Kinderbett noch aufbauen. Das ist das geringste Problem. Da hat er jetzt Zeit für so lange, wie sie in der Klinik sind. Das Paar hat sich schnell an die neue Rolle als Eltern gewöhnt. Die kleine Emma hat unter ärztlicher Beobachtung problemlos an Gewicht zugenommen und durfte 3 Wochen nach der Geburt mit ihrer Mutter die Klinik verlassen.